Also zusammen, ich möchte euch nur kurz ein paar kleine Sachen vorstellen. Und zwar geht es hier um die Firma Barco. Jedem bekannt. Ich meine, wer kennt nicht die Lappländer? Es gab ja mal ein Set zu kaufen mit diesem Mora-Messer. Hier ist zwar Barco drauf, aber ist Mora. Und ich habe was Neues entdeckt. Und zwar einmal diese Axt, die nennt sich HFGPS 0.7 so Strich 400FG, wird auch als Auto-Axt bezeichnet, hat so eine gewisse Form eines Tomahawks. Die technischen Daten davon blende ich später ein. Ist relativ schwer, aber wurde in einem einigermaßen scharfen Zustand geliefert. Ich habe es zwar noch schon etwas nachgeschliffen. Ich werde jetzt mal den nächsten mit dem Wald nehmen, mal austesten, wie sie sich handhabt. Der Schieber besteht aus einem Kunststoff. Es steht natürlich die Möglichkeit, diesen Kunststoffgriff zu entfernen oder mit einem vernünftigen Holzgriff reinzumachen. Aber erstmal lasse ich so. Wie gesagt, ich will es erstmal testen. Den Schneidschutz, der dazugehört, naja. Es ist kein vernünftiger, sei ganz offen und ehrlich. Ich behaupte mal, der wird nicht lange halten. Vielleicht verstärke ich ein bisschen mit Panzerband. Dann hält er vielleicht ein bisschen länger. Oder irgendwann mal was anderes machen. Wie gesagt, diese Axt vom Barco habe ich gefunden. Die ist noch zugelegt, weil ich wollte auch mal eine größere haben. Ich habe zwar die kleine Fiskars, aber auf Dauer ist sie natürlich nur für kleine Sachen zu handhaben. Und ich habe gesehen, auch Barco hat ein Messer rausgebracht. Entspricht ungefähr dem von Hunter Force, das Heavy Night Duty oder Heavy Duty Knife. Stahlsorte kann ich euch leider nicht sagen, denn stand ich dabei, wo ich es gekauft habe. Müsste ich mich mal kundig machen bei der Firma. Ist scharf, sehr scharf sogar. Das hat mich echt gewundert. Der Griff ist aus Gummi, also gummiert, hält sich also gut in der Hand, auch bei Nässe. Ich habe schon mal probiert, in Waschbecken reingeschmissen. Klingenlänge entspricht der sind ungefähr 11 cm. Entspricht ungefähr dem, der ist Hunter Force. Wie gesagt, ich weiß nicht, was für ein Stahl ist, ob es Kohlenstoffstahl ist oder normaler stehendes Stahl. Ich behaupte mal, das ist ganz normaler rostfreier Stahl. Auch die Firma Barco drauf, hinter der Nummer. Ich behaupte mal, das ist die Fertigungsnummer. Kostet da auch nicht viel, ungefähr so an die 18 Euro. Wie gesagt, auch das werde ich mal mitnehmen und testen draußen. Ja, technische Produktbeschreibung gibt es da relativ wenig. Bums. Leider. Deshalb müsste ich mal vielleicht auf die Firmenseite direkt gehen. Vielleicht finde ich da ein bisschen mehr. Wenn ich es gefunden habe, werde ich es natürlich in das Video reinsetzen. Auch wenn ich den nächsten Mal raus bin, dass die beiden Sachen, die ich da mitnehmen werde. Der einzige Nachteil, den ich schon gefunden habe, das sitzt relativ locker drin. Das ist nicht so besonders gut. Das hat den Clip, wie beim Mora. Also ich kann es einfach im Gürtel einhängen, aber wie gesagt, jetzt raus. Das passiert hier nicht. Also das ist ein kleiner für mich gravierender Nachteil. Also entweder aufpassen, dass es nicht rausrutscht oder vielleicht ein Loch durchbohren, Lanyard das durch, dann noch irgendwie festmachen in der Kette oder dann muss man sich auch einlassen. Oder man macht sie einfach eine andere Scheide. Das wäre hier noch eine Möglichkeit. Jo, das war's, so als kleines Video noch vom Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns im Wald. Bis demnächst. Euer 001 Orion.